Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 Grundkompetenzen. In dem Fall geht es darum, eine Verknüpfung hin zum Desktop von einem Programm zu machen. Wie machen wir das am besten? Wir öffnen das Startmenü, drücke auf die Windows-Taste, gehe auf alle Apps und suche mir dann ein Programm, von dem ich eine Verknüpfung machen möchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Programm Access und von dem möchte ich eine Verknüpfung machen. Ich drücke die linke Maustaste, lasse sie gedrückt und ziehe dieses Zeichen für dieses Symbol des Programms, der steht hier schon Link, auf den Desktop und die Verknüpfung ist erstellt. Und wenn ich einen Doppelklick jetzt mache, startet dieses Programm. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.